Die Lust auf Aktien steigt. Wie sieht das Ganze aus bei den deutschen Aktionären? Wir haben uns letztes Jahr schon mal angeguckt und dieses Jahr schauen wir mal, was sich verändert hat. Es geht darum, finanziell frei zu werden. Da wir mehr vom Leben möchten, können wir uns dabei nur auf uns selbst verlassen. Und hier sind wir, eine kleine Community, die durch echten Einsatz und kluges Investieren genau daran arbeitet. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Malte-Lingner und ich hoffe, du hattest bisher einen erfolgreichen Tag. Ja, bisschen andere Videolocation, wenn du meinen Kanal jetzt schon länger verfolgst, beziehungsweise wenn du ihn richtig lange verfolgst, kennst du das Regal hier im Hintergrund ja auch schon. Ich wollte einfach mal auch neue Formate testen, damit das Ganze vielleicht auch ein bisschen interaktiver, spontaner rüberkommt. Und mir ist gerade eine Sache aufgefallen, die vor wenigen Tagen rausgekommen ist. Und zwar ist es das hier. Eine neue Studie vom Deutschen Aktieninstitut. Wir können da auch ansonsten jetzt gleich mal hier auf meinen Bildschirm springen. Ich starte hier mal eine Bildschirmaufnahme. Und da geht es darum, die deutschen Aktionärszahlen. Wie sehen die aus und was hat sich verändert? Der Titel der Studie an sich ist schon mal sehr, sehr vielversprechend, nämlich die Anzahl der Aktienbesitzer in Deutschland steigt deutlich auf über 10 Millionen. Wenn wir uns an das letzte Video erinnern vor einem Jahr, da war ja die Stimmung eher so ein bisschen gedämpft, das Ganze ist runtergegangen. Deswegen lass uns doch mal hier in die Zahlen reinspringen. Und zwar Anzahl der Aktionäre und Besitzer von Aktienfonds auf 10-Jahres-Hoch. Wenn wir mal hier sehen, in 2017 gab es einen deutlichen Sprung von über 1 Million zusätzlichen Aktionären. Man muss jetzt hier mal gucken, das sind natürlich jetzt nicht nur Leute, die zum Beispiel Einzelaktien besitzen, das ist immer noch in Deutschland ein relativ geringer Teil. Man muss aber auch sagen, natürlich, wenn man in Einzelaktien investiert, hat man ist die ganze Vorbildung, die man benötigt, meistens nochmal viel, viel höher, weil man sich ein bisschen daran einarbeiten muss, weil man auf einzelne Faktoren vielleicht nochmal setzt und dann wirklich sagt, okay, ich möchte mich für eine Aktie entscheiden. Bei Aktienfonds ist das natürlich immer ein bisschen anders. Das sind schon alleine, wenn man zum Beispiel in Überversicherungen geht oder private Altersvorsorge, da fallen natürlich solche Produkte auch mit rein. Und es ist natürlich schön zu sehen, dass hier wir ein neues Hoch erreicht haben. Und was noch viel interessanter ist, finde ich, dass hier vor allem das Alter von Aktienbesitz vor allem hier in dem Zeitraum von 14 bis 39 so zugenommen hat. Wir sind da um fast 250.000 oder 240.000, wie hier unten auch steht, an jüngeren Anlegern, die dazugekommen sind. Und das ist natürlich gerade bei Aktien oder beim Investieren im Allgemeinen die allerwichtigste Zielgruppe. Denn wir wissen ja auch durch die anderen Videos, dadurch, dass wir uns am Aktienmarkt beteiligen, beteiligen wir uns auch an Produktivkapital, das heißt Unternehmen, die wirklich auch Mehrwert schaffen und in der Wirtschaft aktiv sind und dadurch halt auch nachhaltig wertschaffend tätig sind. Und durch die Beteiligung an solchen Unternehmen kann natürlich dann auch nur Vermögensaufbau stattfinden. Das heißt, egal ob man jetzt zusätzlich Kapital aufbauen möchte oder ob man für die Rente vorsorgen möchte, egal was man da macht, sind natürlich Aktien ein sehr, sehr gutes Mittel, mit dem man genau das abbilden kann. Und das, was mich eigentlich immer so ein bisschen stört, ist, dass wir immer von Rentenproblemen reden, dann aber in den Medien zu einem Großteil gar nicht transportiert wird, wie wir das Ganze lösen können. Ich finde, durch Bildung, also wie wir uns hier zum Beispiel auch auf dem Kanal weiterbilden, das sind die Dinge, durch die man dann im Endeffekt auch so ein Thema angehen kann, wenn man sagt, hey, ich zeige dir, wie das Ganze möglich ist und später kannst du davon profitieren. Das ist so ein bisschen wie, ich bringe einem Mann bei, das Fischen und er kann sich selbst für immer ernähren. Ich glaube, irgendwie so ähnlich ist das Sprichwort. Wahrscheinlich heißt es anders, aber wenn du weißt, wie es heißt, schreib es mir in die Kommentare. Ja, als weiteres ist natürlich hier das Unterscheidung Ost-West. Interessiert mich persönlich jetzt nicht so. Aber was ich auch wieder interessant finde, ist hier Aktienbesitz nach dem Einkommen in den Haushalten. Und da sehen wir, dass gerade in den Haushalten mit über 4.000 Euro eine deutlich höhere Aktienquote besteht als in den anderen hier. Und da sind wir wieder bei dem Problem, die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Wenn wir hier mal überlegen, die vorherrschende Meinung ist ja in dem Fall, ich brauche viel Geld,
um überhaupt dort zu investieren. Das ist ja ein Trugschluss. Wir haben ja auch in anderen Videos gesehen, wir können natürlich schon ab 25 Euro im Monat oder auch bei 25 Euro im Quartal oder was auch immer, können wir ja schon anfangen, in Aktien, in ETFs zu investieren. Bei so geringen Summen würde ich wahrscheinlich nicht in Einzelaktien investieren, sondern in ETFs. Aber man sieht ja, dass gerade durch diese Vorbildung und dass man diese Überzeugung auch entwickelt, dann wirklich langfristig Vermögensaufbau machen kann. Das ist erstmal unabhängig vom Kapital. Aber wir sehen hier natürlich, wenn wir hier bei Haushalten von über 4.000 Euro sind, ja, das ist irgendwie zwangsläufig dann, dass da mehr Vermögensaufbau stattfindet. So, gab es sonst noch was Interessantes? Ja, genau. Das hier unten war noch interessant in der Studie. Ich habe vorhin auch nur mir das Ganze noch gar nicht so krass im Detail angeguckt. Das heißt, ich habe aber gesehen, dass hier ein Vergleich gezogen wurde von Zuflüssen in Aktien und der Kursentwicklung des DAX. Das heißt, was ja vor allem interessant ist, was ist in den Zeiträumen der Krise passiert? Das heißt, wir haben hier einmal die Dotcom-Krise und wir haben einmal hier die Finanzkrise 2007-2008. Ja, wo es vor allem um die Immobilien geht. Und wir sehen hier in der Dotcom-Krise, so, wurde vor allem prozyklisch gehandelt. Das heißt, es fällt, ich verkaufe meine Aktien. Das heißt, hier ist natürlich auch so ein Unmut, der dann entsteht, wenn ich sage hier irgendwie vorher, ja, das geht hoch, ich mache das Geschäft meines Lebens und dann verkaufe ich alles, wenn es im Minus ist, dann hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust mehr auf Aktien, weil ich denke, okay, es ist für mich vielleicht doch eher ein Kapitalvernichter. So, wenn wir uns aber mal angucken, wie hat sich das in der letzten Krise entwickelt, da sehen wir hier, es fällt, aber trotzdem finden hier noch Zukäufe statt. Das heißt, wir sehen hier unten, es gibt weniger Verkäufe. Und das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Indiz, weil, ich meine, genau so muss man, sollte man handeln, um halt Gewinne zu machen. Wenn es runtergeht, dann zu kaufen oder beziehungsweise dann ergeben sich bessere Chancen. Das heißt, auch jetzt ist es ja, wenn wir hier sehen, der DAX auf Höchststände oder wenn wir auch sehen, das Schiller-PE-Ratio, das haben wir auch in einem anderen Video schon mal besprochen, alles auf Höchstständen, dann ist die Renditeerwartung, die ich habe, natürlich oder muss deutlich geringer sein, als wenn ich sage, okay, ich bin in einem Marktumfeld, wo eher Unsicherheit herrscht, aber wenn ich die Überzeugung habe, die Unternehmen schaffen einen Mehrwert, ich weiß, warum das Produkt wirklich gekauft wird, dann sollte es auch logisch sein, in solchen Zeiten zu kaufen. Ist natürlich emotional und mental deutlich schwieriger, gar keine Frage, aber ich meine, so entstehen langfristig auch Gewinne und so kann man natürlich auch seine Gewinne steigern. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht investieren sollte oder kann, aber man sollte schon einfach überlegen, was macht Sinn und sich auf solche Phasen dann auch vorbereiten. Ja, das war so ein bisschen zu der Studie. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass die Aktionärsstruktur wächst, weil ich denke, so kann man auch nachhaltig, ist eine Möglichkeit, um Vermögen aufzubauen. Das ist sehr, sehr gut, wenn mehr Menschen an den Märkten aktiv sind. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Signal. Ich hoffe, dass sich das weiter so entwickelt. Wir werden es sehen nach den Krisen. Das haben wir auch am Anfang gesehen, sind die Zahlen ja meistens eher so ein bisschen zurückgegangen. Das werden wir in einem nächsten Crash, in einer nächsten Krise sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, dass die Bildung in dem Thema, egal von welcher Seite, weiter zunimmt. Und lass mich doch mal wissen, wie du das Ganze siehst. Auch vielleicht seit wann du schon investierst und wie du diese Phasen so betrachtest. Ja, ansonsten kannst du mir auch gerne mal sagen, wie du dieses bisschen andere Format, vielleicht ein bisschen spontaner findest und ob wir weiter in so eine Richtung gehen. Also, schreib mir das mal in die Kommentare und ansonsten dann natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Dann verpasst du kein weiteres Video und ja, weitere Videos findest du hier. Dir noch einen erfolgreichen weiteren Tag und bis zum nächsten Mal.